Willkommen von den Empfangsgeräten. Ich bin Mongon Ziakum von den Frakta und ich bin in Arcade Game Series Galaka. Ich tippe auf Galaka. Ist so wurscht. Das ist eben Bandai Namco legt viele alte Spielhallenklassiker zurzeit, also das heißt hier neu auf, ja. Das ist halt so ein Nostalgie-Retro-Projekt von denen. Das finde ich auch ganz nett von denen. Das sind eben so alte Spielhallen-Automaten-Klassiker. Und die übertragen, also das ist ja kein richtiges Remake, aber sie machen es halt quasi nochmal so, sie übertragen das, das ist eine anständigere Auflösung und also natürlich etc. grafisch und so. Und dass es eben auf modernen Computern läuft und dann kann man sich das, also ich habe das jetzt bei Steam gekauft. Ja, und kann man da spielen wieder mal. Jetzt muss ich ehrlich zugeben, meine Nostalgie in dem Bereich ist heftigst begrenzt. Ich hatte zwar auch meinen Spaß in den Spielhallen, mit den Spielhallenautomaten und so, aber viele von diesen Titeln, die Bandai Namco da auflegt, sind eher so Klassiker in Japan gewesen. So wie Pac-Man ist international einfach ein Klassiker, aber andere Titel, die sagen mal schlichtweg nichts. Jetzt mit Galaka kann ich auch nichts anfangen, bin ich ganz ehrlich. Gucken wir einfach mal, was es sein soll. Ah, ist das ein Shoot'em'up? Mit Mücken. Und Fledermäusen? Okay, es ist ein ganz klassisches Shoot'em'up scheinbar. Machen wir gleich nochmal. Kriege ich eigentlich auch irgendwann mal gescheitere Waffen? Aggressive kleine Mistviecher. Aha, Gott. Ui. Verdammte Kamikaze-Mücken! Ja. Also mit ihren Bomben käme ich klar, aber die... Also mit ihren den Raketen oder Bomben käme ich klar, aber die Selbstmordmücken, die machen mich irre. Den habe ich. Boah, haben die da aber hier mal abgelegt. Oh,
Mir tun die Finger weh. Ach, ja, Säcke. Diese Angriffsbewegung im Tiefflug und dann abwerfen, das ist total scheiße, da sich irgendwie noch rauszudrücken. Das war schon wieder, ja, das war schon wieder Game Over, hm? Ah, nee, doch nicht. Doch, es war Game Over. Was ist das denn aus? Egal, man macht es halt nicht aus. Egal. So, ich würde sagen, wir setzen uns einen Cut. Da kommt ja jetzt nichts mehr Überraschendes. Das hat ja jetzt nicht irgendwie, wir erreichen Stage 10 und dann wird das bloß eine Wirtschaftssimulation. Das ist halt ein ganz, ganz klassisches Shoot'em-up, wie man es früher auf Spielhallenautomaten gedaddelt hat. Da muss man jetzt auch nichts Großartiges zu erklären, würde ich behaupten. Ey, das ist doch nicht normal. Es muss doch irgendwo eine Möglichkeit geben, irgendwo hinzukommen, wo der Spiel einfach mal ruhig ist. Also irgendwo muss der ja nur mal halbwegs ruhig sein. Man kann auch den Ton nicht ausmachen. Egal. Ich würde sagen, wir setzen hier den Cut, ja, wir machen den Stempel drauf. Schön und gut, ja, wir sind, ach guck mal, hier ist ruhig, ah, schön, ist ruhig, weil, ganz ehrlich, gut, mit der Grafik, ja, beziehungsweise mit den Farben, da käme ich jetzt noch halbwegs mit klar, das ist schon ein bisschen schmerzhaft auf der Netzhaut, aber es ist auch okay, aber das Gedudel, dieser Sound, so aggressiv. Ja, das erklärt das einiges, warum man früher in den Spielhallen doch das ein oder andere erregte Wort gewechselt hat, ja, im Eifer des Gefechts und dann von Zeit zu Zeit auch vielleicht mal rausgehen musste vor die Türen und noch was ausdiskutieren. Das war die Musik, ja, die hat uns aufgehetzt. Schön, also, ich finde es hier ganz putzig, dass hier diese Klassiker da in dieser Dingsbums da nochmal auflegen, sodass wir das hier über Steam rumdaddeln können. Aber ganz ehrlich, also ich habe das damals gespielt, so Spiele, dass ich spiele heute noch gern ab und zu mal ein Shoot'em'up, ja. Aber das ist halt jetzt wirklich so ein richtiger altes Shoot'em'up. Und Weltraummücken wegballern und Weltraummotten. Also die Zeit ist nicht stehen geblieben. Es reizt mich dann doch nicht mehr so sehr. Da gibt es mittlerweile doch modernere Shoot'em'ups, die bieten ein bisschen mehr. Ja. Trotzdem, schöne Sache, ja? Schöne Sache, Harry. Mir mal ein Stempel drauf, ab ins Fakt, der Game sehr schief. Ich bin froh und dankbar, dass wir jetzt auch Galaga. Wo mir das echt gar nichts sagt. Jetzt, wenn wir Fakt, der Game sehr schief haben. Es wächst, es gedeiht, ja, es blüht auf, großartig, ich bin begeistert. Und mit diesen wohlwollenden Gefühlen gehe ich weiter ins nächste Spiel für die Heiligen Missionen von Factor Games erschießt. Wobei ich das untrügliche Gefühl habe, ich habe es nämlich gerade eben gesehen, wie ich mein Steam geöffnet habe, meine Steam-Bibliothek, da kommt direkt noch so eins. Ich habe anscheinend nicht nur eins davon gekauft, ich glaube, die waren in so einem Humplebundle drin. Wo ich letztens geschossen habe. Ja. Warum hatte ich mir dieses Humble Bundle nochmal gekauft? Ah, wegen Warhammer, genau.
Ja, da war das mit drin. Ja, aber ist ja auch gut, ja, gell? Hat mir noch nicht im Factor Games Archiv soweit. Soweit, so schön. So, also dann, ich zocke weiter. Ich freue mich drauf, wir sehen uns quasi gleich wieder in dem nächsten Arcade Games Series Spiel, wenn ihr das wollt. Und ansonsten halt in dem anderen Video zum anderen Spiel oder einer Modifikation. Ja, alles wie gehabt beim Factor Games Archiv. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschö.